Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger & Solmecke. Und heute melden wir uns mit einer Sonderausgabe unseres Videoblogs aus aktuellem Anlass. Denn seit gestern ist sie da, die erste Facebook-Abmahnung wegen eines Fotos auf der Pinnwand. Und schon jetzt der Hinweis, dass wir am kommenden Montag, den 16. April 2012 um 17 Uhr auf unserer Facebook-Seite facebook.com/dieaufklärer eine Live-Fragestunde dazu machen. Also wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns erreichen. Doch was ist da jetzt genau passiert? Welche Abmahnung geistert seit gestern durch die Medien? Nun, wir hatten schon länger darauf hingewiesen, dass bei Facebook nur Bilder hochgeladen werden dürfen, die man selbst gemacht hat und wo Menschen drauf zu sehen sind, die damit auch einverstanden sind. Dass man deswegen abgemahnt werden kann, weil man solche Bilder hochgeladen hat, die man von anderen Webseiten geklaut hat, das war immer schon klar. Und insofern wäre das auch nichts Überraschendes gewesen. Das haben wir schon seit mehreren Monaten hier auch in diesem Blog verbreitet. Allerdings handelt es sich bei der aktuellen Abmahnung um eine Abmahnung wegen eines Bildes, was von Dritten auf eine Facebook-Pinnwand gestellt worden ist. Auf meiner Facebook-Pinnwand sind ja nicht nur Beiträge, die ich selbst verfasst habe, sondern auch Postings, die mir meine Freunde dort hochgeladen haben. Und es stellt sich die Frage, inwieweit hafte ich denn für Fotos, die mir meine Freunde auf meine Pinnwand hochgeladen haben? Gibt es dazu schon was? Gibt es dazu eine Rechtsprechung? Wie ist das Ganze zu beurteilen? Aus unserer Sicht ist die Lösung wie folgt. Zunächst einmal muss man sagen, wer ein Facebook-Profil betreibt, möglicherweise ein öffentliches Facebook-Profil betreibt, der braucht ein Impressum und alles, was man zum Betrieb einer normalen Webseite auch benötigt, denn man ist Anbieter dieser Webseite. Wenn man aber Anbieter einer solchen Webseite ist und auf dieser Webseite auch nutzergenerierte Inhalte anbietet und nichts anderes sind die Postings von Freunden, die auf meiner Pinnwand zu sehen sind, dann haftet man unter Umständen auch für diese Postings. Es gibt ein relativ kompliziertes Urteil des Bundesgerichtshofs vom letzten Jahr, wie man mit solchen Postings Dritter, also mit User-Generated Content umzugehen hat. In Kurzform kann man es wie folgt sagen. Wird man als Betreiber dieser Facebook-Seite darauf hingewiesen, dass ein rechtsverletzendes Foto sich auf der eigenen Pinnwand befindet, dann ist man verpflichtet, dieses Foto zu löschen. Tut man das nicht, dann erst kann man kostenpflichtig abgemahnt werden und muss auch Schadenersatz zahlen. Es ist also nicht so, dass sofort ein Anwalt kommen kann und mich abmahnen kann, weil mir Dritte, also meine Freunde, ein Foto auf die Webseite gestellt haben. Ich muss also einmal verwarnt werden und wenn ich dann nicht lösche, dann kann es richtig teuer werden. Aber man sieht, das war jetzt der Anfang. Es gibt die erste tatsächliche Abmahnung wegen eines Fotos auf Facebook. Und wer dazu mehr wissen will, den kann ich nur auf unsere anderen Videos verweisen, die wir hier zum Thema Facebook und Urheberrecht veröffentlicht haben. Oder eben auf die Live-Sendung am 16. April um 17 Uhr in unserem Facebook-Kanal facebook.com/dieaufklärer. Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich dabei seid, eure Fragen stellt rund um das Thema Facebook. Was darf ich, was darf ich nicht? Wann kann ich in die Haftung kommen? Und natürlich freuen wir uns auch über jeden Fan, entweder bei Facebook oder hier in unserem YouTube-Kanal youtube.com/kanzleiwbs. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.